So, wir kommen heute zum Cha-Cha-Cha. Und im Cha-Cha-Cha tanzen wir die gedrehte Schattenposition. Die gab es auch schon mal mit einem anderen Eingang, aber den kicken wir jetzt raus, weil den wir jetzt tanzen, der ist viel praktischer und einfacher zu führen, seitens des Herrn und von der Dame auch zu verstehen. Aber was ist die Fußfolge der gedrehten Schattenposition? Da gibt es eine Variante, einen Teil zwischendrin, den kann man stundenlang tanzen. Und wenn wir mal hier in Seitwärtsposition stehen, dann tanzen wir jetzt gleich zu Anfang eine Wiege, ein Lockstep, ein Cuban Break und ein Kickball Change. Und danach das Ganze immer mit einer Spot schon wiederholt. Sind jetzt schlimme Worte, wenn man dies eventuell das erste Mal hört. Aber wenn wir mit einer linken Wiege Rückplatz tanzen, mit einem linken Lockstep Cha-Cha-Cha nach vorne, einem Cuban Break und einem Kickball Change, haben wir eigentlich schon 75% das getanzt, was sich auch später immer wieder wiederholt. Ja? Wir zeigen das Ganze mal mit großen Füßen, dass man das also ganz, ganz deutlich so sehen kann. Haben also jetzt hier, wenn wir noch ein bisschen zurückkommen, mit links eine Wiege. Und aus dieser Wiege kommt ein Lockstep vor, ein Cuban Break und ein Kickball Change. Wenn wir das jetzt wiederholen würden mit einer Wiege, würden wir stundenlang in die gleiche Richtung tanzen. Also wechseln wir die Richtung durch eine Spot Turn. Wiege wird Spot Turn. Spot Turn. Lockstep vor, Cuban Break und Kickball Change. Spot Turn. Lockstep vor, Cuban Break und Kickball Change. Und so können wir das erste Mal ganz, ganz, ganz häufig tanzen. Wir nehmen mal Musik dazu und tanzen diese Passage übungsmäßig wirklich mal eine ganze lange Zeit. Und fangen mit der linken Wiege an und gehen jetzt mit Cha-Cha-Cha so ein bisschen schräg nach vorne. Okay, alle bereit? Links ist frei. 5, 6, 7, eine Wiege. Cha-Cha-Cha. Cuban Break und Kickball Change. Spot, Turn, Cha-Cha-Cha. Cuban Break und Kickball Change. Spot, Turn, Cha-Cha-Cha. Cuban Break und Kickball Change. Das ist schon ganz schön flott, wie wir das gerade tanzen. Man kann sich ein bisschen langsamer drehen, kann es ohne Musik auch langsam nochmal gut üben. Cha-Cha-Cha und Kickball Change. So, gedrehte Schattenposition heißt, wir müssen in einer Schattenposition sein. Und eine Schattenposition ist von dem Gedanken her eine Position, wo zum Beispiel linke Herrenhand, linke Damenhand fasst. Meine rechte Hand ist hier an ihrer Schulter platziert. Ihr rechter Arm ist tänzerisch irgendwo gehalten. Das ist eine Schattenposition. Ja? Schattenposition. Und wenn wir jetzt im Cha-Cha-Cha in eine solche Schattenposition hineintanzen möchten, müssen wir einen Fußwechsel tanzen. Fußwechsel heißt, vorher habe ich links die mit rechts und umgekehrt getanzt. Wir müssen jetzt umstellen auf Gleichfüßigkeit, sprich beide links und beide rechts. Und da ist es ganz praktisch, wenn die Herren den Fußwechsel tanzen und die Dame ein Cha-Cha-Cha Zeit hat zu erkennen. Wie mache ich das als Herr? Wir sind mal alle Männer. Ich hätte ganz gern von uns Herren, dass wir mal einen Grundschritt tanzen, vorwärts wiege Cha-Cha-Cha und rückwärts wiege Cha-Cha-Cha. So, wir verändern, was die Dame macht, zeigen wir gleich, nach einer Vorwärtswiege das Cha-Cha-Cha zu einer Seitwärtswiege, um von dort aus dann mit links die Rückwärtswiege zu dieser Passage des gedrehten Schattenteils mit Cuban Break und Kickball Change zu tanzen. Ja? Also alle Herren müssen ein Cha-Cha-Cha ersetzen durch eine Seitwärtswiege. Damit habe ich einen Schritt weniger als die Dame. Lass uns einen Grundschritt tanzen aus einem Start. Grundschrittwiege. Cha-Cha-Cha, Grundschrittwiege, Cha-Cha-Cha. Alle Männer tanzen eine Seitwärtswiege und damit links rückwärts in diese Passage. Die Dame tanzt dabei ein Cha-Cha-Cha und wird eingedreht. Und wenn wir das mal aus der Perspektive zeigen, wenn ich mit rechter Hand die Rihanna eindrehe, die linke vorne in ihre linke nehme, meine rechte hier losgelassen an ihre Schulter platziere, habe ich schon ruckzuck eine Schattenposition erreicht. Und das geschieht während eines Cha-Cha-Chas. Wenn wir das von der Seitposition her zeigen, dann tanzen wir gerade mal mit rechter Hand einen Grundschritt voraus, aus einem Start. Grundschrittwiege, Cha-Cha-Cha, Grundschrittwiege. Jetzt kommt sie wiege mit Cha-Cha-Cha, ich meine kleine Seitwärtswiege und damit haben wir unsere Schattenposition erreicht. Er tanzt Wiege, sie tanzt Cha-Cha-Cha, schon ist der Fußwechsel geschehen. Aus der Position haben wir hier rechte Hand.
mit einem Start. Grundschritt, Wiege, tja, tja, tja. Grundschritt, Wiege, tja, tja, tja. Alle Männer seitwärts, Wiege, Dame, tja, tja, tja. Und dann sind wir hier in dieser Position und Kickball Change drin. Ja? Okay, das solltet ihr jetzt einfach mal probieren, diesen Eingang ein paar Mal. Und dann kommen wir jetzt fantastisch zu dem Übergang. Wie tanze ich aus der Schattenposition nachher weiter in diesem Mittelteil? Und das sieht so aus. Wir haben die Schattenposition erreicht, haben mit links die Wiege getanzt, einen Lockstep vor, einen Cuban Break und das Kickball Change. Wenn wir jetzt die Spot Turn tanzen, nehme ich die linke Hand hier hoch, über den Damenkopf vorne runter, gebe meine Rechte im Rücken der Dame hin. Sie weiß, dass sie dort sein wird. Sie muss nicht gucken. Sie weiß, hier ist was. Das nimmt sie. Unser Cha-Cha-Cha bleibt in dieser nächsten Schattenposition, die anders ist. Kickball, Change, wie die erste. Jetzt ist meine linke Hand vor ihr und meine rechte Hand hier hinten, ne, im Rücken gehalten. Ja. Also das müssen wir jetzt noch hinkriegen mit der Koordination aus der ersten Schattenposition. Aus Wiege, tja, 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 Cuban Break und Kickball Change über den Damenkopf, rechte hinter den Rücken, tja, tja, tja. Cuban Break und Kickball Change. Spätestens beim Kickball Change sollte diese Hand gefasst sein, man hat Zeit, sie in aller Ruhe zu nehmen. Ja? Machen wir nochmal. Mit der linken Wiege, eine Wiege, ein tja, 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 ein Cuban Break, ein Kickball Change, eine Spot Turn. Cha cha cha, Cuban Break und Kickball Change. Es fehlt uns jetzt noch das Ende. Und das Ende ist für die Dame, wenn ich mal alles loslasse, eine Spot Turn mit dem linken Fuß und ein weitergedrehtes Cha cha cha, bis sie wieder Cha 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 in die Anfangsrichtung schaut, so wie die Rianne jetzt irrt. Ich als Herr tanze mit dem linken Fuß nach vorne, fast wie eine Spot Turn, aber tippe nach 1 in den rechten Fuß nebendran, 2, tanze mein Cha 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 nach rechts. Und stehe der Dame wieder gegenüber und habe immer noch rechte Hand gefasst. Was heißt rechte Hand gefasst? Wenn hier die Schattenposition geendet ist, ist die linke Hand arbeitslos. Die rechte hintere, obwohl man der meist wenig Augenmerk schenkt, die ist die letzte Hand, die gefasst bleibt und wird auch über den Damenkopf bei ihrer Spotstern noch geführt, während ich vor Tipp tanze. Machen wir ganz langsam. 1, 2, cha, cha, cha. Das müssen wir als Herr gut wissen, dass diese linke Hand, die vorher immer so Beachtung hatte, dass die losgelassen werden muss, denn unter dieser Hand funktioniert das nicht, es funktioniert nur unter der rechten. Und die kann schmerzfrei hochgenommen werden, wenn der Herr gut nach vorne geht und auf dem Fuß dann dreht. 1, rum, 2, tscha, tscha, tscha. Und dann sind wir beide gleichzeitig am Drehen, denn die Spot-Turn für die Dame links nach vorne dreht ja nicht mit dem Anfang an, sondern erst, wenn wir vorne drauf sind. Und dadurch kann immer noch genug Zeit übrig, um meine rechte Hand hier entsprechend zu heben und danach wieder in Tanzhaltung aufzulösen. Damit haben wir für die gedrehte Schattenposition aus einem Grundschritt in rechte Hand. Tja, 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 wie? Die Dame eingedreht, er tanzt seine Seitwärtswiege, sie tanzt tja, 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 umgreifend in Schattenposition zur Wiege mit Lockstep. Cuban Break und Kickball Change. Spot schon über den Damenkopf, die rechte geht hinter den Rücken als Angebot, wird hier angenommen. Nach dem Kickball Change linke loslassen, rechte hochnehmen, Tipp, tja, 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 Grundschritt in Tanzhaltung, können wir wieder rein. Und wer sich fragt, wie komme ich an die rechte Hand, tanzt mit der Dame ein Damen-Solo, gibt danach diese rechte der Dame in ihre Hand, wiege, ich seitwärts wiege, umgreifen, gedrehte Cha-Cha-Cha, Cuban Break, Kickball Change, Spot Turn, Cha-Cha-Cha, Cuban Break, Kickball Change, links loslassen, rechte Hand hoch, Cha-Cha-Cha, Grundschritt wiege, Cha-Cha-Cha. Einmal mit Rhythmus. Okay, wir tanzen einen Grundschritt, ein Damen-Solo an rechte Hand und dann geht's los. 1, 2, 3, 4, Start. Ein Damen-Solo, cha-cha-cha, an rechte Hand, cha-cha-cha. Hervorwärts wiege, patsch, patsch, rückwärts wiege, Lockstep vor, Cuban Break und Kickball Change. Spot, Turn, Lockstep vor, Cuban Break und Kickball Change. Vorrum, Tipp, cha-cha-cha, Grundschritt wiege, cha-cha-cha. Sortiert gut und habt Spaß bei der gedrehten Schattenposition.